Hallo YouTube, hallo Facebook, hallo Freunde der Mittelalter-Szene, der guten Unterhaltung und unserer wunderbaren Bartenklänge. Wir sind endlich mal wieder auf dem Weg zu einem Mittelaltermarkt, wen wundert's? Und zwar fahren wir diese Woche nach Bad Iburg. Oder wie Einheimische sagen, Bad Iburg. Ja, war ein phonetischer Witz, den habe ich nicht verstanden. Wenn ihr mal einen Kommentar in euren Facebook-Posts oder so lest, der wahrscheinlich witzig gemeint ist, ihr versteht ihn aber nicht, dann lest ihn euch laut vor. Hätte ich das getan, hätte ich mir den Witz nicht von der Osnabrücker Rundschau erklären lassen müssen. Grüße gehen raus. Haben wir Erwartungen? Ja. Ja, haben wir. Welche das sind? Ja, doch. Ja, Ostern steht vor der Tür. So? Ja. So nämlich. Welche Erwartungen wir haben und ob die erfüllt werden, werden wir am Ende des Videos klären. Wir werden bestimmt wieder haufenweise tolle Menschen treffen, tolle Künstler treffen und natürlich viele Freunde, die wir im letzten Jahr gewonnen haben. Es ist so ein bisschen was wie ein Heimspielmarkt, der erste dieses Jahr. Denn in der Gegend rund um Bad Iburg, Osnabrück, haben wir uns ja vor etwas über einem Jahr kennenlernen dürfen. Gut für uns, blöd für euch. Ihr müsst uns jetzt auf allen Internetforen aushalten. Genau, ich würde sagen, der Markus drückt jetzt mal den mega, hyper, hyper Pedalenknopf am absoluten Kopter und dann sind wir auch schon gleich da. Auf nach Nachts in der Taverne auf dem Weg zurück nach Haus, da schrieb das Schicksal und mal mehr Sitz. Ich nahm die letzte Flasche mit und trank gemütlich aus. Ich wollte mich aufs Bett und meine Ruhe. Jeden Schritt da streifte sie mein Bein. Er schrieb wohl in die Glieder, als ich plötzlich etwas rührte. Der Korken schoss mir ins Gesicht, genau in dem Moment, als ich jetzt aufgelegt an mir herunterblickte. Aus der Flasche kam ein Mann, nicht schön und ziemlich korpulent. Die Flasche rechts, als er sich nach draußen drückte. Stand er nun vor mir mit dickem Bauch und langem Bart. Mit leicht verschlafenem Blick sah er mich an. Mit seinen bunten Seiten, da platzte jede Bart. Bad Iburg. Bad Iburg angekommen. Einen wunderschönen guten Tag. Wir hätten den Ton aufstellen können. Fällt mir gerade ja, macht ein, während wir dabei sind. Aber macht nichts, ihr hört das bestimmt. Einen wunderschönen guten Tag an unsere YouTube-Freunde. Das ist das zweite Video dieses Jahr. Marktführer Bad Iburg. So nämlich. So. Ja. Und wir haben schon mal für ein bisschen Stimmung sorgen dürfen. Haben wir. Ja? Ja, für zwei Minuten. Wir machen das mal. Wir haben die bezahlt. Also, vielleicht eskalieren die auf drei. Auf drei? Eins, zwei, drei. Jubel! Eher dreieinhalb, aber ja. Hier liegt irgendwie eine leichte Latenz in der Luft, habe ich das Gefühl. Aber naja, wir müssen gleich nicht so. Ja, wir dürfen gleich nicht zu weit auseinander stehen. Sind wir unsynchron. Sehr schön. Ich würde sagen, wir reden mal nicht so viel wie sonst, sondern schauen uns einfach den Markt mal an. Kommt mit! Meister sieht sich gern, wenn man am Saufen und Singen ist. Nee, das kann nicht lange gut gehen, irgendwann flog ich dann raus. Und auf dem Weg in die Taverne sang ich es dann frei heraus. Bad Iburg und ja. Marktführers Mampfmanöver. Let's go. Ja, ich hab Hunger. Also. Ja. Ach, es gab heute nur einen Schlumpf. Es gab nur einen Schlumpf. Es gab nur einen Schlumpf. Hi. Ich habe dich auf die Frage vorbereitet. Na, wer bist du denn? Ich bin Celine. Celine. Daher kommt wahrscheinlich auch der Name Celis Tafelei. Das ist richtig. Du bist die offizielle Suppenküche. Richtig. Du hast vier Suppen. Genau.
Wir haben eine Käselauchsuppe. Ich weiß nicht, ob wir genug Löffel haben. Dann haben wir einen Ostern. Ja, gut. Dann haben wir einen Erbseneintopf. Ja. Eine Tomatensuppe mit Schmandcreme und selbstgemachten Croutons. Croutons, wie man bei uns im Rheinland sagt. Ja. Und das dasselbe Topping, aber mit einer Schwarzwurzelcreme. Schwarzwurzelcreme, hervorragend. Sollen wir eine Blindverköstigung machen? Und dann raten, was es ja ist. Ja, das finde ich gut. Ja? Ja, finde ich gut. Machen wir. Ja, nee. Ich leider schließe meine Augen. Das habe ich in Dortmund geübt. Na gut. Ja. Setz mir auch Kopfhörer hältst auf. Hältst du das Ding, machen, dann kann ich dich füttern. Ja gut, okay. Mund auf, Augen zu. So. Vorsicht. Der Erbseneintopf. Das ist richtig. Ha! War vielleicht auch ein bisschen einfach, weil der haptisch sehr gut erkennbar ist. Ist ja ein bisschen gröber. Ja, das stimmt. Hast du recht, wa? Ja. Mund auf, Mund zu. Löffel ist deiner. Hast du hingestellt? Hab ich hingestellt. Kann ich gucken? Kannst du gucken. Was waren die Sachen nochmal? Käse, Lauch, würde ich sagen. Ja, hast du recht. Ja, gut. Läuft, oder? Ja. Hervorragend. Läuft. Nee, lauft. Lauft. Ist egal. Lecker. Ja, den Rest können wir mit offenen Augen verköstigen. Ja, ist ja Quatsch sonst. Ja, genau. Also es gibt Fleischessen auch? Also irgendwie alles nur vegetarisch? Rein vegetarisch und vegan. Was ist vegan? Die Tomaten so? Jetzt nicht, weil der Schmand drin ist, aber ich biete sie auch ohne Schmand an. Ja. Und der Erbseneintopf ist rein vegan. Super. Sehr, sehr lecker. Kann man eh empfehlen und ich finde es immer ganz gut, wenn man mal so mittelaltermärkliche Alternativen zum Ritterspieß hat. Absolut. Ja. Die musst du probieren, die ist hervorragend. Ich mache gar nichts, was ich muss. Ja? Die habe ich jeden Mittag gegessen hier. Die ist auch extrem gut. Jeden Mittag. Wer ist die Chefin? Du bist die Chefin, ne? Mhm. Also gehört ihr mit zum Team? Oder? Du gehörst zum Ali. Ja, das weiß ich. Also das ist meine Freundin und meine Mitarbeiterin, ja, die jetzt noch aktuell ehrenamtlich mit dabei ist. Wir arbeiten ja nur ehrenamtlich, aber das ist nur ein kleiner Unterschied. Das ist meine Freundin Alex, sie gehört aber zu Alis Sauereien. Ja. Und sie ist eine große Unterstützerin gewesen, dass das Projekt überhaupt stattgefunden hat. Weil die haben uns die Halle zur Verfügung gestellt, dass wir den Stand haben mit angepackt und alles und uns mehrere Wochen am Wochenende immer ertragen. Ja, aber das waren richtig tolle Wochen. Ja. Hast du aus dem Gastrobereich? Also dass du das jetzt dann auch hauptberuflich... Also hauptberuflich bin ich stellvertretende Küchenleitung im Seniorenheim. Ah ja. Und seit 22 Jahren mache ich das Hobby Mittelalter und seit ein paar Jahren lagere ich und irgendwie habe ich mich immer relativ gelangweilt. So. Ich habe zwar immer die Küche da geschmissen, aber das war nicht ganz so erfüllend. Und durch einen dummen Zufall kam es so, dass ich in Haltern letztes Jahr erste Mal Suppe aus meinem Sachshaus verkauft habe. Was war's aus deinem Sackbad? Sachs. Aus dem Zelt. Und alle haben gesagt, mach was raus. Und nachdem dann mein Partner meinte, ja komm, ich unterstütze dich, habe ich gedacht, okay, komm. Und dann kamen Dirk und Alex noch und sagten, du, wir haben noch einen alten Stand, der braucht Liebe und ein bisschen Zuwendung. Und dann fing es damit dann an. Also Liebe und Zuwendung hat er gekriegt auf jeden Fall. Der sieht ja fast flammneu aus. Seit wann fährst du jetzt rum mit dem Stand? Heute erst mal. Heute ist das erste Mal. Also jetzt Bad Iburg. Und die Veranstalter waren auch so, die haben auch mit den Anreiz dazu gegeben. Ja, cool, ja. Dann lasst auf jeden Fall mal ein Like dafür da, dass hier der quasi Eröffnungsmarkt, die Jungfernfahrt. Wo findet man dich denn? Also das nächste Mal findet man uns in Fürstenau, dann Rheine, Greven, Burg Vondern dann und dann Duisburg-Neumühl und dann Abschlussmarkt ist die Stede bei Alis Sauereien. Ja, ja. Ganz lieben Dank. Wunderbare Osterwochenenden, Tage noch. Ja. Dankeschön. Und Balthasar, der Flaschengeist, verschwand, wie er gekommen. Da stand ich nun ganz fertig mit der Welt. Warum nur habe ich die letzte Flasche mitgenommen? Hätt ich's gewusst, hätte ich mir keinen Gin bestellt. So, wir haben uns einen spannenden Interviewpartner kennengelernt. Ich habe mir einen Job für dich überlegt, weil ich gerade umgezogen bin. Für mich nicht. Sagen, ja, du bist jetzt der Schottentapeter. Der Schottentapeter? Ja, ja, okay, kann ich. Deine manche Maler?
Mancher Maler beneidet mich dafür, für das, was ich kann. Ja, das glaube ich. Also selbst Spielleute beneiden dich für das, was du kannst. Ja, normalerweise mache ich auch die Musik, aber ich wollte euch das ja nicht antun. Der Schottenpeter mit der wunderbaren Schottentapete. Taverne, wollte ich sagen. Schottentaverne, wollte ich sagen. Du bist Tavernenchef und Veranstalter. Ja, Veranstalter. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Was soll ich erzählen? Bin der Schottenpeter halt, ne? Und wir machen Veranstaltungen, also mittelalterliche Veranstaltungen und die Taverne, ja, mittlerweile 16 Jahre. Okay. Ne? Also ist schon eine Zeit, man ist dann schon so ein bisschen gesetzter und manche Sachen gehen einem, irgendwo vorbei. Gesetzter. Ne? Also läuft schon ganz gut. Macht Auf Spaß. Auf jeden Fall, ja. Ne? Man will ja auch nicht aufhören. Bist du regional begrenzt? Nein, mittlerweile nicht mehr. Früher haben wir nur hier im Umfeld Märkte gemacht. Jetzt geht es mittlerweile bis nach Dangas, bis nach Spascher Sand, das ist Wildeshausen, Dannenberg, Elbe und alle solche. Also es geht schon, ich sag mal, von der Küste bis Richtung Osten und bis ins Ruhrgebiet fast schon. Dich erkennt man meistens vom Weiten. Ich würde gerne den Leuten zeigen, warum. Also erst riecht man dich, dann hört man dich. Ja, sehen, das ist dann später, ich weiß. Du hast Erkennungssprüche, du hast Signature-Sprüche. Stimmt. Ich würde gerne einen davon mal hören. Ja, oder die besten. Leise. Laut oder leise? Warte. Laut. Also morgens so um 6 Uhr mache ich das ganz gerne, dann stehe ich auf, stelle mich auf den Platz und rufe Sugar in the morning! Einmal, ja. Und was Publikumsaktives vielleicht? Aktives, ja, dann stehe ich an der Taverne, schaue raus und rufe dann zum Beispiel, so wie hier in Bad Iburg, folgt zu Iburg. Extra exklusiv für euch heute mache ich ein Fass auf. Und dann mache ich mal Fass auf. Du hast dein Fässchen dabei. Soll ich auf die holen? Ja, hol das mal. Ich hol das mal. Ja, alles klar. Ja, er hat nämlich auch noch erzählt, gestern Abend im Vorbereitungsgespräch, um Peter den Platz warm zu halten. Ist egal. Dass er seine alte Taverne zu einer Bühne umgebaut hat. Dazu kommen wir später noch. So jetzt habe ich mein Fass. Dein Fass. Na, und dann stelle ich mir den. Folgt zu Bad Iburg, die ihr so zahlreich hier erschienen seid. Exklusiv für euch. Und heute mein Fass auf! Jubel! Ich mach Fass wieder zu! Oh! Geht, mich muss ich jetzt noch erziehen, weil alle zu neugierig sind. Ja, und noch zu nüchtern, glaube ich. Wie viel Taverne ist das eigentlich? Das ist meine vierte Taverne. Also vier aktive Tavernen oder? Nein, die ich gebaut habe. Also ich habe immer noch eine. Ah ja. Ja, ja, aber das Problem ist, wenn ich irgendwo eingeladen werde zu Märkten, dass die sagen, oh, hast du Zeit, kannst du kommen, dann steht da immer darunter, persönliches Erscheinen erforderlich. Falls ich ja noch eine zweite Taverne hätte. Weil die Schottentaverne, das ist ja nicht nur die Taverne, das bin eigentlich ja, ich. Ja, ich wollte gerade sagen. Oder wir, das Tavernenteam. Man ist ja ein Original einfach, nicht wahr? Ja. So. So wie du. Ja. Ich hatte mal einen Hund, der hieß so wie du. Da kommt eine ältere Dame und sagt, oh, darf ich den Hund streichen? Der ist ja niedlich. Wie heißt der? Ich sag so wie du. Da sagt sie, hä? Hallo? Woher wissen, wie ich heiße? Ja. Sehr gut. Und dann habe ich noch einen Spruch. Ja, dann mach doch. Ist das Leben nicht schön? Nee. Ja, das Leben ist nicht schön. Ja, ich habe gedacht, diese Sprüche werden irgendwann mal abgedroschen, habe ich sie nicht mehr gemacht und dann nach einer halben Stunde kamen die Leute mit dir, bist du krank? Ich sagte, die sind doch abgedroschen. Nein, das gehört einfach zu dir. Und seitdem mache ich das weiter. Läuft, ja. Ist auf jeden Fall publikumsaktiv. Ich meine, nur Getränke verkaufen kann jeder, nicht wahr? Ja. Bei uns ist ja Getränkeverkauf so nebenbei. Ja. Nein, da steht ja da steht immer nur der Spaß drin. Also, das ist ja gar kein Problem. Und dann verkaufen sie die Getränke ja sowieso von alleine. Das stimmt, ja. Du hast was Interessantes mit deiner alten Taverne gemacht. Hast du es gestern erzählt, im Vertrauen? Die alte Taverne wird umgebaut. Aha. Da bauen wir eine Bühne von. Geilo. Ne? Ja, sehr schön. Da ist ja nun mal so ein Wikingerdach drauf, das kann man dann hinten runterklappen. Mhm. Vorne kommen etwas längere Bretter rein, dass es besser höher steht. Und dann wird es noch einmal verlängert auf der Seite, dass man die Tiefe hat. Und dann haben wir eine schöne Bühne. Geil. Wir wollten sie nicht töten. Nee, ist ja auch zu schade. Falls ihr die alte Taverne sehen wollt, Marktführer Lotte zum Beispiel oder Friedeburg oder... Genau, da steht's. Ne, der ganze wird alles hier verlinkt, seht ihr alles in der Verlinkung in dem Bild. Und falls du Musiker bist und dich trauen würdest, auf Veranstaltungen wie dieser Mittelaltermärkte hier zu spielen, aber noch nicht genau weißt, wen du anschreiben kannst, wir werden den Peter natürlich in der Videobeschreibung verlinken und dann schreibst du uns oder ihn an und dann sehen wir weiter. Ja.
Du hast mich ja auch groß gemacht. Ihn jetzt. Ja, du warst vorher schon groß. Ich muss ja immer schon nach oben gucken. Ja, okay, du warst immer schon klein. Ja, ja. Ja, ist, ja. Ja, super. Das Wachsen habe ich aufgegeben. Wir sehen dich wieder in Lotte. Lotte, da ja, seid ihr auch, in ein paar, ne? Wochen, genau. Ja. Ja. Genau. Dazu werden wir auch nachher nochmal einen Link machen zum letzten Video, zum Marktführer vom letzten Jahr. Und ansonsten wünschen wir uns gemeinsam ein wunderbares Osterwochenende und viel Prozente. So. Das kriegen wir hin. Oder? Ja, wünsche ich dann auch allen. Sehr, ne? Schön. Weißt du, was YouTube-Zuschauer machen sollen, damit sie uns weiterhin folgen können und so? Nein. Kennst du dich damit aber aus? Du sagst mir das. Ja, ich flüster dir ins Ohr. Okay? Also, ein Like da lassen. Ein Like da lassen. Die Glocke an. Wie heißt das nochmal? Aktivieren. Die Glocke aktivieren? Ja. Und gerne Kommentare in der Videobeschreibung. Und schicken. Gerne Kommentare in die Videobeschreibung. So. Haben wir es jetzt. Dafür braucht ihr Adminrechte. Macht die Kommentare lieber in die Kommentarspalte. Mein Fehler. Gut. Genau. So, machen wir Fass haben auf. Jetzt. Machen wir Fass auf. Gut. Machen wir Fass auf! Ja, wir haben heute, glaube ich, so ziemlich das einjährige Marktführer-Jubiläum quasi. Vor ja, einem stimmt. Jahr nahmen wir den ersten Marktführer damals in Schiffenberg auf. Ja, ist richtig. Ja. Und aufgrund dieses Jubiläums haben wir uns überlegt, dass wir jetzt auf jedem Markt, mal so lange wir es uns leisten können, unser aktuelles Album verschenken, verlosen, verstecken und finden lassen. Quasi das letzte Mal jetzt. Genau, wir sind danach pleite. Sei denn nie abonniert. Guter Hinweis, oder? Übrigens. Ja, genau. Genau, und wir haben uns überlegt, wir werden jetzt gleich mit der CD über den Markt laufen, uns Personen rausgucken, die vielleicht potenziell dafür in Frage kommen, eine kleine herausfordernde Mahlzeit entgegenzunehmen. Und für den Verzehr dieser Mahlzeiten, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden, würden wir diese CD verschenken. Richtig. Für eure Klicks machen wir alles. Wir gehen selbst in Ekel-TV-Themen rein. Aber nicht heute. Heute gibt es nämlich bloß Insekten. Ja, richtig. Aber es empfinden ja die, die für die es herausfordernd ist, ist es ja Ekel-TV. Das stimmt. Ne? Ja, vielleicht erwischen wir aber Leute, die dann sagen, ja, boah, ich will nie wieder einen Krebsstand auf dem Mittelaltermarkt sehen. Das könnte auch sein. Warum vielleicht nicht? So, magst du dich kurz vorstellen und erzählen, was du da Feines dabei hast? Ja, ich bin der Daniel alias Klinkenhering von einem Rumpffass, dem Piraten hier auf dem Markt. Und ich habe dabei getrocknete Mehlwürmer und Heuschrecken, Grashüpfer, so ein Mischmarsch eigentlich da draus, von der Größe her zumindest. Ne? Also etwas Kleineres, aber man kann es auf jeden Fall essen. Also ich finde es definitiv immer lecker. Ja, schön. Ja, ja, machen wir. Sagen, wir laufen jetzt einfach mal über den Markt, suchen uns ein paar Leute raus und schauen mal, ob wir einen Mutigen oder eine Mutige finden. Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen euch kurz mal zwischendrängeln. Wir sind eine Band. Ja. Also wir zwei sind Spielmann Absolem. Fragt nicht, warum das. Ihr könnt ruhig dazukommen. Und ihr könnt, wenn ihr möchtet, eine unserer aktuellen CDs bekommen. Wir machen das jetzt, wir machen einen Marktführer, das ist ein YouTube-Video, auf dem wir die Veranstaltungen vorstellen, das Publikum vorstellen und so. Und wir haben uns überlegt, dass wir uns nicht immer herausfordern, sondern sozusagen unser Publikum und die Gäste des Marktes herausfordern. Und als Gegenleistung dafür unser neues Album verschenken. Wie sieht so eine Herausforderung aus? Da kommen wir, habt ihr diese CD schon? Nein. Sehr gut. Ja, warum nicht? Gute Frage. Ja. Wir haben dieses Mal was Kulinarisches dabei. Mhm. Wie mutig seid ihr? So grundsätzlich würde ich sagen, so Risiko. So Kulinarisches geht schon. So. Wir probieren was aus. Okay, dann würde ich sagen, stelle ich euch den Daniel vor. Das ist der Daniel. Ja. Und er hat euch was zu essen mitgebracht. Seit einem Jahr ungefähr muss es in Deutschland deklariert werden, wenn es in Lebensmitteln vorkommt. Als Speise ist es schon länger im Kommen. Bitteschön. Da. Ihr habt hier Mehlwürmer und Heuschrecken. Schon mal gegessen? Ja. Verarbeitet auf jeden Fall. In Müsli-Riegeln als Flips. Ja. Heuschrecken so? Und die Flips heißen, finde ich super. Ja, stimmt. Das ist tatsächlich sehr. Super. Gut, ne? Also wenn ihr möchtet, dann... Können wir uns eine aussuchen? Oder? Ja, bitte. Ja? Gib ihm vorher einen Namen, da tut es noch mehr weh. Tot sind die, ne? Also von jedem, ein, würde man sagen, von jedem eins, oder? Wir machen mit. Mal ja. So szenemäßig. So, ich greife hier mal zu, eine Heuschrecke und ein Mehlwürmchen. So. Ich habe immer noch die letzte Heuschrecke zwischen den Zähnen. Die letzte Heuschrecke. Auch ein schöner Album. Ja, nee, das ist kein Mehlwurm, das ist ein Mehlwürmchen. Obwohl, passt ja, aber ist egal. So. Habt ihr schon? Ja. Ja. Ach so, ja, dann brauche ich ja nicht mehr. Gut, dann guten Appetit. Guten Appetit. Ja. Ich würde sagen, diese Challenge ist auf jeden Fall gewonnen. Da ist das Mikrofon.
Ich, darf ich euch hier überreichen? Ja, danke. Seid ihr irgendwie miteinander verbandelt oder sowas, dass ihr euch dann gegenseitig die Musik zuschicken könnt? Perfekt. Ja, machen genau. wir. Ja ganz viel Spaß mit der CD. Dankeschön. Super. Tschö. Also, ciao. Ciao. Mutige Leute. Oder? Ja, hätte ich nicht gedacht. Es ging überraschend schnell. Es ging erstens überraschend schnell. Wir müssen aber eigentlich, ich finde so ein bisschen, wir müssen jemanden noch kriegen, der das nicht so mag eigentlich. Können wir gerne machen. Der aber unbedingt die CD haben will, weil für ihn ist es dann Bad Iburg. Was ist denn mit den Wikingern? Der eine hat ein Eis. Mehlwürmer eignen sich auch hervorragend als Topping, sag ich mal. So in Honig gebadet zum Beispiel. Ja. Ne? Wie bist du denn dazu gekommen überhaupt? Ich bin tatsächlich das erste Mal zugekommen, früher Jugendpfadfinder, dass ich sowas gegessen habe und bin immer mal wieder zwischendurch dabei geblieben. Letzte Zeit lang nicht. Dann habe ich mal wieder neu ausprobiert. Also immer so nach Lust und Laune und ja. Du züchtest du die? Nee, also. Ziehst du die von. Ich züchte die nicht. Meistens. Also meine Schwester besorgt die meistens, die kriegt sie hierher. Die kriege ich von ihr welche, weil ich die nicht ganz so häufig mache. Meine Schwester mag die einfach so gerne. Mhm. Ja, und ich also probiere. Die isst sie. Die, also genau. Nicht für irgendwelche Badergaben. Nee, die oder isst sie. So. Und ich habe mir auch gefragt und wusste allerdings nicht, dass ich sie tatsächlich schon mal gefressen habe. Also deswegen war sie ein bisschen überrascht, aber ich mag sie halt und jetzt aktuell versuche ich tatsächlich, das wieder mal häufiger zu essen, auch in verschiedenen Zubereitungen. Ja. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen hier beim Frühstück, habe ich die nochmal ein bisschen angebraten und ein bisschen mit Honig rein, sodass sie karamellisiert sind. Das kann man auch machen und waren eigentlich relativ lecker. Also ich habe hier Leute gehabt, die probiert haben und sagten, das geht, ne? Ist alles gut. Also die Grundlage ist schon an sich gut und dann noch ein gutes Gewürz da drauf. Das ist gut. Süß und es ist oder gar nicht salzig. So ungesund, ne? Nee, überhaupt nicht. Nee, das stimmt. Ich habe auch vor einer Weile angefangen, Heuschrecken und Mehlwürmer zu züchten. Auch für den Eigenkonsum. Und hervorragend. Ja. Das ist immer so wie das erste selbstgebackene Brot oder so. Das ist toll. Was ist denn mit den beiden da? Jetzt gibt es ein Insekt. Ein Mehlwürmchen oder eine Heuschrecke? Nein, Kein Spaß. Okay. Für uns. Nein, vegan oder okay. Einfach? Nee. Ja, okay. Einfach, ja, einfach ja, okay. Da, alles klar. Irgendwo hört es auf, wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn die jetzt gebraten irgendwo drin hängen, was sie ja mittlerweile überall tun, dann merkst du es nicht. Nur mittlerweile, war immer so. Ja, genau. Ja, das stimmt. Aber es geht tatsächlich, genau. Das ist jetzt so eine Sache, wo ich sage, in meinem Alter muss ich da nicht mehr mit anfangen. Als hättet ihr es geahnt, ihr seid die Nächsten. Habt ihr das neue Album schon? Ich wollte die Frage. Ja, siehst du, da sind wir noch. Pass mal auf. Bitte. Ah, guck mal, das ist entschlossen. So. Das ist entschlossen. Ich habe mal das mit Schokolade gegessen, aber ja? So kann ich es nicht essen. Aber es ist wesentlich gesünder ohne Schokolade. Das ist richtig. Ja, ich weiß. Einen kleinen. Du einen kleinen? Komm, wir zusammen. Wir brauchen noch ein paar. Hat noch jemand Hunger? Wir teilen uns hier. Ja, komm. Hab. Eine Menge Druck, aber... Es ist wirklich lecker. Du hast die CD auf jeden Fall redlich verdient. Hast du gedacht? Ja. Super, ich würde sagen, die Nummer ist geglückt. Was will er? So bewirbt man sich bei Absalom als Cutter. Guck mal. Sehr schön. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Nummer, oder? Eine hätten wir noch. Haben wir noch eine? Ja. Sollen wir noch jemanden suchen? Ja. Lächerlich. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das ist jetzt auch nicht so lächerlich. Ist. Ich glaube, die Portion ist Dankeschön. Weg. Ja, gut. Was esse ich dann heute Abend? Keine Chance. Kriegt ihr noch einen Kuss heute? Nee. Aber ihr kriegt das da. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn du Danke, gern geschehen. Wenn du schon keinen Kuss bekommst. Aber das nächste Mal würde ich noch ein bisschen Curven dran machen. Ja. Dann kannst du dich mit den beiden immer wieder schicken. Super Idee. Danke euch. Danke. So. Kurz vor Feierabend. Ja. Richtig. Wir wollten am Ende des Videos auflösen, welche Erwartungen wir vorher hatten. Ich habe gute Suppen erwartet. Ja. Erwartung erfüllt, würde ich sagen. Erwartung erfüllt, ja. Ja, ich habe gute Konzerte und einen anständigen CD-Verkauf erwartet. Erwartung erfüllt, oder? Erwartung erfüllt. Ja? Ja. Ich habe mal erwartet, dass es so voll wird, dass man selbst im Parkverbot stehen muss. Erwartung erfüllt, Erwartung oder? Erfüllt. Ich habe erwartet, dass, Sir Mac McIntosh Jubel durch die Gegend ruft. Erwartung erfüllt. Erwartung erfüllt. Ja. Ja. Und ja, wir können uns einfach nur bedanken für den bei dem Veranstalter von Wildwechsel, ja. Für die Organisation dieses Marktes. Wir haben jetzt gerade erfahren, es ist der zweite Markt, also er ist quasi so quer eingestiegen, hat den Markt von einem anderen Veranstalter übernommen
und es wird super angenommen. Ja. Und zwar richtig was los. Ja. Wir verlinken euch hier oben nochmal einen Markt. Und Lotte? Zwar Lotte vom letzten Jahr, den Marktführer. Genau. Da werden wir in ein paar Wochen sein. Das ist auch wieder hier oben in der Region rund um Niedersachsen, NRW. Und ansonsten sind wir Ende April in Freising. Habt eine schöne Woche, genießt den April und denkt daran, Daumen da lassen, Glocke abonnieren, Kommentarspalten füllen mit lieben und auch weniger lieben Sachen, wie ihr möchtet. Und wenn da auch einfach nur ein Herzchen oder ein Algorithmus drin steht, ist völlig egal. YouTube mag das und empfiehlt so unsere Videos weiter. Damit unterstützt ihr uns und das wäre grandios. Ja. So, in diesem Sinne, ihr habt euch wohl. Tschüss, Bad Iburg. Tschüssi. Mofasso! Wer sind wir? Spielmann Absolenz Marktführer! Was brauchen wir? Euren Glauben! Was sollt ihr aktivieren? Die Glocke! Und was sollt ihr tun? Kommen!